Hallo Leute, ja, heute geht es wieder um den Adventskalender, beziehungsweise die Adventskalender. Ja, heute ist der 19. und deswegen werden wir das 19. Türchen aufmachen. Wer hätte das gedacht? Das 19. Türchen bei diesem Kalender befindet sich ganz unten, nämlich hier. Und da ist, ja, so eine Katze und so ein paar Decken und neben den Geschenken. Also schauen wir mal, was sich dort befindet, außer einer Katze. Und es ist ein Auto. Ja, das passendste ever ist nun, ja, als Stück Schokolade auf diesem Tisch zu finden. Ja, dann habe ich hier noch den zweiten Adventskalender, wo das 19. Türchen ziemlich weit oben ist, nämlich genau da, wo der Schneemann ist. Ob da jetzt auch ein Schneemann drin ist, das wäre ja ein Zufall. Und es ist etwas, was ich nicht identifizieren kann. Vielleicht hat es was mit Weihnachten zu tun, vielleicht sind es einfach nur zwei Menschen, vielleicht ist es Bier. Ich weiß es nicht. Aber ja, so viel dazu. Aber wie auch immer, egal was es ist Schokolade, also essen wir das. Ja, auch das war wieder sehr, sehr lecker. Und nun kommen wir zu den kleinen Aufgaben und so weiter, die ihr mir so gestellt habt. Ja, wir fangen an mit den Grüßen, die diesmal an folgende Leute gehen. An Taylor Swift, du bist ganz lieb gegrüßt von mir. Dann noch der Nibo Koko Arsch Omo Molo. Auch einen lieben Gruß an dich. Dann natürlich den Honky 8, lol, du bist auch gegrüßt. Den Alexander Schlag, auch du bist ganz lieb gegrüßt. Dann noch den Daniel 139XD. Und dann noch den Stretzy Key. Dich kenne ich ja auch noch von letztes Jahr, also auch einen lieben Gruß an dich. Dann noch den Dominik Jeske, auch du bist ganz lieb gegrüßt von mir. Und den Andy XX9 oder Ende X9, wie auch immer, auch du bist ganz lieb gegrüßt von mir. Und Esther, die wir wahrscheinlich nie wieder sehen werden. Naja, Persien halt, aber auch einen lieben Gruß an dich. Und dann natürlich noch den Bändermeister 2, auch wenn ich glaube, er ist zu egoistisch und ja, blöd und wird mir wahrscheinlich nie antworten oder dieses Video hier ansehen. Er ist ja viel zu toll. Naja. Dann noch den Mr. Lukas zockt und ich soll was zu seinem Kanal sagen. Ich habe gerade mal raufgeschaut, er macht so Let's Plays. Das neueste Spiel war, glaube ich, jetzt Gianna Sisters. Und ja, ist nur nicht so mein Fall. Ich schaue mir das wahrscheinlich eher nicht so an. Aber wenn jemand Interesse hat, schaut mal bei ihm vorbei und ja, schreibt ihm ein paar Kommentare, wird er sich freuen. So, dann soll ich beantworten, ob ich Dragon Ball Z mag und ob es mein Lieblingsanime ist. Ja, ich mag Dragon Ball Z sehr. Ich sag dazu mal so viel, Dragon Ball, das alte, habe ich nie so richtig geguckt, nie so richtig verfolgt damals. Dann kam Dragon Ball Z raus im Fernsehen. Jeden Abend war ich vorm Fernseher, hab das geguckt, fand's absolut geil und ich liebe es immer noch. Dragon Ball GT, ja, finde ich auch ganz cool, aber nur dann, wenn Goku der Vierfache ist, beziehungsweise groß ist, dann mag ich es total, sonst eher nicht so. Und ich finde es blöd, dass sie bei uns ziemlich viel ausgelassen haben und so weiter, weil ich wollte wirklich gerne mal so den kompletten Kampf mit Super C17 sehen. Ja, und auch mit den ganzen Shenlongs-Drachen da und so. Ja. Aber ich finde, wenn ich mir die japanischen Szenen angucke von den Kämpfen mit Baby Vegeta und Shenlong und der vierfache Gogeta und so, finde ich sehr cool, mag ich, aber ja, Z ist wahrscheinlich trotzdem besser. Und viele sagen ja, dass das alte noch besser ist, aber ja, das war jetzt nur nicht so meins. Ich fand die Kämpfe immer ganz cool, auch wenn sie etwas sehr in die Länge gezogen waren. Naja, so viel dazu. Und nein, es ist nicht mein Lieblingsanime. Mein Lieblingsanime ist immer noch Elfenlied. So, dann fragt der Gordon 321, was ich von Left 4 Dead 1 und 2 halte. Ja, dafür mal so, dazu mal so viel. Left 4 Dead 1 und 2. Ich habe mir mal, ich glaube Teil 1 war das für den Computer damals gekauft, das lief dann aber nicht so richtig, deswegen habe ich es nicht wirklich gespielt. Dann hatte ich es mal ein bisschen auf Xbox, aber es war glaube ich die geschnittene Version, deswegen habe ich das auch wieder weggegeben. Und im Moment habe ich es auch nicht mehr. Ist bestimmt ganz cool, aber weiß ich nicht. Das ist halt nicht gruselig. Und ein Spiel mit Zombies, was nicht gruselig ist, ist immer so eine Sache. Also, weiß ich nicht. Es ist ganz cool, aber
So auf Dauer jetzt ständig jeden Tag würde ich es wahrscheinlich nur nicht spielen, aber ja, ich hätte schon ganz gerne die Xbox-Version Uncut, aber eines Tages vielleicht. So, dann sollte ich ein Strichmännchen-Link zeichnen mit ganz viel Liebe. Hier, nur für dich. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und dann machen wir auch mal weiter. Ja, was muss ich denn noch machen? Meine Videospielsammlung zeigen. Ja, ich weiß nicht genau, ob du meinen anderen Kanal kennst, aber wenn nicht, geh einfach mal auf Ben der Meister 2. Da mache ich meine Videospielsammlung und zeige mal alles Mögliche. Das werde ich jetzt und hier nicht tun, das dauert viel zu lange und ich bin noch lange nicht fertig und es wird immer mehr. Aber ja, nett, dass du fragst. Dann wurde ich gefragt, wie mir die Wii U gefällt. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich finde sie sogar besser, als ich, glaube ich, erwartet habe. Ja, könnte man so sagen. Also ich finde sie wirklich richtig klasse. Mein Problem ist allerdings, dass ich damit erstens noch nicht online war. Also kann ich von Miiverse und so weiter, davon weiß ich noch gar nichts. Zweitens habe ich bis jetzt leider nur Zombie U. Also ich habe noch kein Mario oder sonst sowas. Also ich sollte vielleicht dann auch noch die anderen Spiele mal so ein bisschen spielen, um mal zu sehen, was es noch alles so gibt. Und Nintendo Land und so ein Kram. Will ich alles noch haben, werde ich mir noch holen und dann gefällt sie mir wahrscheinlich noch besser. Aber alles, was ich bis jetzt so gezockt habe, richtig cool. Dann wurde ich gefragt, was ich an Weihnachten machen werde. Ja, wenn du jetzt generell so meinst, also an Weihnachten, da verbringe ich den Tag mit meiner Familie, wenn man sowas noch kennt. Und ja, hab einen schönen Tag und freue mich und das werde ich an Weihnachten tun. Oh yeah. Und nicht arbeiten gehen, weil ich da nicht arbeiten gehen muss, weil ich cool bin. Dann wurde ich ja gefragt, was ich zu Weihnachten bekomme. Ja, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Ich weiß, dass. Oder weiß ich das? Nee, Moment, lass mich überlegen. Nee, eigentlich weiß ich gar nichts. Also. Oder doch? Ach, keine Ahnung. Ich bin gerade verwirrt, aber ich glaube, dass ich keine Ahnung habe, wenn ich überhaupt was von irgendwem bekomme, was es ist. Weiß ich nicht. Aber ich werde wahrscheinlich eh nicht wirklich was kriegen. Ich bin wohl schon zu alt dafür und faltig und so. Naja. Dann wurde ich gefragt, was mein Lieblingsvideo so weit und so von mir ist. Ja, aber da nochmal eine Frage, weil du ja wirklich gesagt hast, DJ OC Bay, dass ich die letzten 2 Jahre nehmen soll. Aber ich mache das Ganze jetzt, soweit ich weiß, schon 3 bis 4 Jahre. Also wir sind in 2 Jahren. Aber okay. Ja, ich soll mal sagen, von all meinen Videos, die ich so gemacht habe, was ich da so am besten finde, von dem, was ich gemacht habe und so. Und ja. Mal überlegen. Also auf Bannermeister 2 würde ich wahrscheinlich dann eher irgendwas nehmen. Und ich denke mal, ich mag meine Runtour, mag ich ganz doll. Auch wenn ich sie vielleicht etwas besser hätte machen können. Aber naja. Vielleicht wird die nächste, die ja bald eigentlich mal kommt, dann besser. Mal sehen. Dann mag ich zum Beispiel noch mein Video, wo ich Ocarina of Time 3D unboxe, weil ich da so mega gut gelaunt bin. Dann mag ich mein Video, wo ich die Zelda-Statue unboxe, weil ich so mega happy bin. Oh yeah. Und ja, was mag ich da noch so? Weiß ich nicht. Also manchmal sind es auch die Videos, wo ich so viel bearbeite oder so. Wenn ich jetzt an meine Bannermeister Crazy Videos denke, da habe ich bei manchen Videos ziemlich lange dann immer alles richtig zusammengeschnitten. Jetzt muss das passen, das muss hier das passen und so. Sind zwar trotzdem nicht so professionell, wie man es hätte machen können, aber ich bin stolz drauf und freue mich, dass ich das getan habe. Ja, und natürlich die Türchen-Videos hier, die sind. Ja, immerhin mache ich mir die Mühe, das jeden Tag zu tun, egal wie wenig Zeit ich habe, aber nur für euch. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ich habe dann deine Frage damit so ein bisschen beantwortet. Dann wurde ich gefragt, ob ich das Spiel Army of Two kenne. Ja, kenne ich. Dann wurde ich gefragt, ob ich in 15 Sekunden mal so viele Mario-Gegner aufzählen kann, wie mir gerade einfallen. Also, auf geht's. Der Koopa, der Goomba, Knochen trocken, die Feuerteile, die immer von unten nach oben rauskommen, die Piranha-Pflanzen, die Bomben, Bob-Oms, Wiggler, die Raupe, Bowser, ja, ja, die von Mario Galaxy fallen mir gerade nicht ein, wie die heißen. Und Eisblumen, Eispiranha-Pflanzen. So, das ist jetzt alles, was mir gerade einfällt. Ja, das war's erstmal so. Na, ich hab den Kettenhund vergessen, oh verdammt. Ja, und ja, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet morgen wieder ein, wenn es wieder heißt, euer Ben, macht ein Türchen auf. Oh. Macht's gut, bis morgen und
Haut rein.